guten Morgen. Mein Name ist Bianca Steglich von Stilfrage. Ich werde des Öfteren gefragt, wie denn so eine Farb- und Stilberatung von sich geht, abläuft, was alles beinhaltet ist. Ich habe jetzt mal mein Working Place vorbereitet für euch und möchte euch da mal die ein oder andere Information mitgeben. Denn es ist sehr interessant und sehr spannend, was ihr aus eurem Typ rausholen könnt. Okay. Bleibt gespannt. Gestartet wird mit der Farbenlehre. Es gibt kalte und warme Farben. Und da unterscheiden wir eben auch unter hell und dunkel oder mittel. Es gibt ja die verschiedensten Mischtypen. Also es ist immer eine sehr individuelle Farbberatung. Los geht's mit Silber und Gold. Danach gehen wir mit der Kundin gemeinsam durch, welche Farben ganz genau passen. Und da gibt es einen individuellen Farbpass. Danach geht es weiter mit der Figuranalyse. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, wenn jemand sagt, ich habe eine A-Linie oder ein X oder ein I, H. Genau, das werden wir messen. Und zwar anhand des goldenen Schnittes werden wir die Körperproportionen ausmessen. Das sind einige Accessoires, die ich einfach, wo ich inspirieren möchte, Anregungen schaffen möchte, Broschen oder Ansteckblumen. Dann gehen wir auf den Stiltyp ein, ob es klassisch, romantisch, natürlich, und so vieles mehr. Und diese ganzen Informationen halten wir in einem Stilpass fest. Eben hier, welche Körperform, welche Farbe, auch welche Gesichtsform man hat. Denn das ist abhängig, welche Frisur am besten zu einem passt. Gehen wir weiter zu den Accessoires. Wie erst kurz angedeutet, Broschen, Ansteckblumen, Einstecktücher. Da gibt es wirklich wunderbare Variationen. Zum Beispiel hier eine Brosche am Revers. Oder ein Einstecktuch. Man könnte auch eine Blume ans Revers stecken. Es ist immer eine Frage der eigenen Persönlichkeit, des eigenen Stils. Danach werden wir uns den Ausschnittformen widmen. Es gibt ja den Rundhalsausschnitt, den V-Ausschnitt, Carmen, Wasserfall, Rollkragen, Pullover, Schluppenbluse, trapezförmig. Also wirklich eine große, bunte Bandbreite, aber es steht halt nicht jedem jeder Ausschnitt. Was auch ein ganz wichtiges Thema bei uns Frauen ist, sind Tücher und Schals. Das besprechen wir auch. Zu guter Letzt wird auch das Thema Taschen durchgenommen. Und zwar, hier sehen wir die Mara, die unterstützt mich ab und zu tatkräftig. Okay, uninteressant, geht jetzt schlafen. Also, es geht eben auch um das Thema Taschen und Taschengröße. Weil zu jeder Person von der verschiedenen Größe, von der verschiedenen Höhe, ist es eben abhängig, welches Taschenformat genommen wird, um halt nicht hinter der großen Tasche verloren zu gehen. Mara hat sich entschieden, doch mich zu unterstützen und weiter mitzuhelfen. Das ist ganz fein. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein wenig Informationen mitgeben. Jedenfalls kann ich sagen, meine Kundinnen und Kunden sind wahnsinnig glücklich über die ganzen Informationen. Sie kleben an meinen Lippen förmlich und sind wahnsinnig neugierig und auch motiviert. Denn nach dem Ganzen hier komme ich zu Ihnen nach Hause, um den Kleiderschrank zu checken. Ich versuche, die Schätze in Ihrem Schrank zu finden und sie dann verschiedenartig kombinieren zu lassen.
Im gegebenenfalls werden wir eine Liste schreiben mit Bedarfskleidung, die eben Ihnen fehlt, die wir dann gemeinsam shoppen gehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderbaren und stilvollen Tag und glauben Sie an sich. Noch zu guter Letzt, ich werde hier unten noch meine Homepage einblenden lassen, damit Sie wissen, wo Sie mich kontakten können. Ansonsten, wie gesagt, stilvolle Grüße und einen angenehmen Tag. Bis dann, Ihre Bianca Steglich. Tschüss.